Eine Tagesreise quer durch Simbabwe. Toni Garn hat sich auf den Weg gemacht, um ihr Projekt in Afrika zu besuchen. Die Botschafterin der Bewegung Because I Am a Girl will zusammen mit der Kinderhilfsorganisation Plan International ein Wohnheim für Mädchen in der Provinz Chipinge eröffnen. Mit ihrer Stiftung bei Plan fördert Toni Garn Projekte, die Mädchen stärken. Vor 2 Jahren hat Toni Garn 3 Tage mit einigen der Mädchen zusammengewohnt und sich ihre Geschichten angehört. So ist die Idee entstanden, ein Wohnheim zu bauen. Entsprechend herzlich ist die Begrüßung. Die Mädchen haben das neue Gebäude nach ihrer Stifterin benannt und überraschen Toni damit. Das ist so süß. Dieses Schulwohnheim ist ein Traum für diese Schule und für diese 28 Mädel, die dort zur Schule gehen. Aber worum mein Projekt eigentlich hauptsächlich geht, ist wirklich auch Aufklärungsarbeit zu schaffen. Für die Mädels selber, für die Jungs, die in derselben Klasse sind, für die ganze Familie, für die ganze Community. Guck mal, das hier ist ein Beispiel. So gut läuft das hier in der Schule. Auch die Geschäftsführerin von Plan International Deutschland, Maike Röttger, freut sich über das Engagement von Toni Garn. So eine Schule ist mehr als ein Ort zu lernen. Er ist ein Ort des Schutzes für die Mädchen, in dem sie sich entfalten können und in dem sie für ihr Leben lernen können. Die meisten Schülerinnen haben diese Chance noch nicht. So ein Schulweg ist unglaublich gefährlich. Sie werden überfallen, sie werden im schlimmsten Fall sogar vergewaltigt. Es bedeutet aber auch, dass diese Mädchen geschützt sind davor, dass sie viel zu früh verheiratet werden, davor, dass sie schwanger werden. Toni Garns Engagement geht weit über das Wohnheim hinaus. An benachbarten Schulen konnten mit ihrer Hilfe Toiletten und Waschräume für Mädchen sowie Klassenräume gebaut werden. Eltern, Lehrer und Gemeinden werden über die Bedeutung von Bildung für Mädchen aufgeklärt. Damit verbessert die Because I'm a Girl-Botschafterin das Leben junger Frauen im Südosten Simbabwes nachhaltig. Toni Garns großer Wunsch war es, auf dieser Reise auch ihr eigenes Patenkind zu besuchen. Nomtandazo wohnt in einem Dorf fernab der Hauptstraßen, mitten in der Savanne. Man sieht wirklich, dass das Geld nicht direkt nur zum Kind geht. Also das, was ich monatlich hier spende, geht nicht nur jetzt in ihre Kleidung. Die Community profitiert total davon, wie viele Patenkinder es gibt in einer Gegend. Und Plan stellt wirklich sicher, dass es der Community dann besser geht. Ob es um Wasser geht oder um Schulen oder um Gesundheitsversorgung. Also es ist wirklich toll zu sehen, wie die Community und die ganze Familie sich auf uns gefreut hat. Fast 2000 Kilometer weiter nördlich in Ruanda gibt es andere Herausforderungen. Toni Garn informiert sich auf ihrer Reise durch Afrika auch über die Situation kongolesischer Flüchtlinge. Allein im Flüchtlingslager Niyabiheke sind 14.000 Menschen untergebracht. Plan International kümmert sich dort um den Schutz der Kinder, insbesondere von Mädchen. Die Mädchen hier zu schützen, sehe ich als wahnsinnig wichtig an, weil ich sehe, wie nah und beieinander und aufeinander hier alle leben. Und dass das sehr schnell zu Gewalttaten führen kann. Plan hat in Niyabiheke sichere Bereiche für Mädchen eingerichtet, in denen sie Schutz erhalten, beraten und gestärkt werden. Das Kinderhilfswerk arbeitet in 6 Flüchtlingscamps in Ruanda. Ein weiteres wichtiges Arbeitsfeld für Plan International in Ruanda ist die Förderung und Betreuung von Kleinkindern. In Kindertagesstätten werden die Mädchen und Jungen auf die Grundschule vorbereitet und können gesund aufwachsen. Ungefähr nur 12% von allen Kindern in Ruanda haben tatsächlich Zugang zu so einem ECD-Center, also zu einem Kindergarten. Wenn sie Glück haben, gehen sie danach in die Schule. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es halt so, ja, so schön ist, in einem richtigen Klassenraum und mit Essen und mit Lehrern, ist natürlich auch wahnsinnig klein. Deshalb ist es sehr schön zu sehen, dass es sowas hier in Ruanda so gibt. Die Reise hat Toni Garn darin bestärkt, sich auch künftig für die Bildung von Mädchen einzusetzen. Denn nur wenn Mädchen zur Schule gehen, kann ihr Armutskreislauf durchbrochen werden.